Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kleist-Museum. Heute leider wieder zu einer Online-Veranstaltung, aber wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen heute den Film Hochzeit in Welzow zeigen können, der im Rahmen unserer Ausstellung zu Günther de Bruijn, Märkische Schreibwelten, als erster Film gezeigt wird. Und ich freue mich sehr, dass Franziska Trögner unsere Einladung angenommen hat und heute bei uns ist. Und mit uns über den Film sprechen wird, aber auch über einiges anderes. Wir wünschen Ihnen jetzt einmal viel Vergnügen beim Sehen des Films und melden uns danach wieder. Ja, also das war doch ein schöner Film. Sehr schöner Film. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute einmal wieder im Kleist-Museum besuchen. Sie waren ja, glaube ich, 2016 das letzte Mal bei uns. Und haben damals, ich war schon oft hier. Ja, in 2016, aber das letzte Mal, ja, glaube ich. Ne? Okay. Heute sind Sie ja hier, um über eine Arbeit zu sprechen, die schon etliche Jahre, ja Jahrzehnte zurückliegt. 45 Jahre! Ja, das stimmt, ja. 45. Ich habe vorhin nachgezählt. Es sind so gut wie fast 45 Jahre. Ja. Vielleicht können Sie uns als erstes einmal sagen, wenn Sie den Film jetzt noch einmal gesehen haben, was ist Ihnen da besonders aufgefallen oder was hat Ihnen besonders gefallen oder auch was hat Sie vielleicht jetzt gestört? Das ist ja oftmals merkwürdig. Als Schauspielerin sieht man ja oft Sachen, jetzt so, die schon eine Weile her sind. Und manche Sachen sind dann so, wo man sagt, oh Gott, das ist ja furchtbar. Das ist ja, jetzt hättest du ganz anders spielen müssen, das ist ja ganz schlecht. Das ist ja furchtbar, der ganze Film ist ja entsetzlich. Unter dem Motto, ich war jung, ich brauchte das Geld. Gibt es ja auch. Aber bei diesem Film, davon abgesehen, dass ich zu dem Zeitpunkt Anfängerin war, und das war also meine erste große Rolle, die hätte ja auch schief gehen können, aber ich habe an den Film eine positive Erinnerung und ich habe mich auch sehr gefreut, ihn jetzt nochmal wieder gesehen zu haben, weil er eben durchgängig richtig großartig besetzt war mit großartigen Theaterschauspielern, Gudrun Ritter, Dieter Montag, Carola Braunborg, also und noch bis in die kleinsten Rollen eben toll besetzt. Und ich finde, ja, heute schneidet man schneller, ne? Also es wird ja viel schneller hin und her geschnitten, aber ich finde, der Regisseur, der auch selbst Schauspieler war, sein Vater war auch Schauspieler, hat sich auf die Schauspieler verlassen und hat eben dann nicht hin und her geschnitten, sondern eben die Kamera auf dem Gesicht gelassen, sodass jeder so mit seiner Geschichte, mit seinem Leben blühen konnte. Ja, und das finde ich sehr schön. Also, und dadurch ist so, man kann eigentlich, selbst wenn eine Rolle vielleicht jetzt nicht so groß gewesen ist, man kann gar nicht mal sagen, ja, das ist nur die Hauptrolle, ja, aber weil so vieles einem bleibt, also so viele Sachen werden angerissen, auch die Trude, was da für ein Schicksal ist mit dem alten Mann da, auf dem Sessel da, also so, es tun sich so Welten auf und ja, mich hat es berührt. Ja. Nochmal zu sehen. Ja. Ja. Nee, also mir hat der Film auch wirklich sehr gut gefallen. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, doch zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, ich hatte ihn in der DDR nicht gesehen. Und Mensch! Ja. Haben Sie Westen geguckt am 1. Januar 1979? Nee, ich glaube, ich habe damals gar nicht geguckt. Ach, die haben gar nicht geguckt. Ah. Und ich war wirklich überrascht, dass das so ein wirklich Spaß machen der Film ist. Das ist ein Film, der eigentlich eine ja auch schöne Geschichte, aber eine Geschichte in einer eigentlich schwierigen Zeit auf eine ganz leichte Art und Weise erzählt. Ja, das ist ein großes Vermögen des Regisseurs. Das ist eine Tragikomödie, ne, kann man schon sagen. Und das gelingen nicht vielen, solche eine schwere Zeit doch auch mit heiteren Aspekten zu erzählen. Das ist ein großes Können. Also die Vorlage war ja schon mal eine großartige. Ja. Und der Belicke als Szenarist ist ja, finde ich, sehr dicht an der Geschichte geblieben. Und genau, wir hatten ja darüber schon gesprochen. Das ist also das
Buch von Günter de Bruijn, das 1960 erschienen ist, Hochzeit in Welzow. Und Sie hatten das gelesen, haben Sie gesagt. Haben Sie es eigentlich vorher gelesen? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich kannte das gar nicht. Ja. Ich bekam ein Angebot und einen Anruf von der DEFA und sie würden mich gerne zu Probeaufnahmen einladen. Heute heißt das Casting, früher hieß es schlicht und ergreifend Probeaufnahmen. Und ob ich kommen würde und dann haben sie mir das Buch geschickt und das Szenario und ich dachte, oh, das ist ja großartig, das ist ja eine großartige Rolle. Mein Vater, der auch Schauspieler war, hat auch gesagt, weißt du, meine erste große Rolle im Angebot, ja, ne? Und gesagt, da zeig mal her und lass mich mal lesen. Und da sagte er nur zu mir, die Rolle kriegst du nicht. Die kriegst du nicht, die Rolle. Und ich sage, aber warum denn nicht? Die kriegst du nicht. Das ist eine Bombenrolle. Da sind ganz, ganz viele Frauen, die andere Beziehungen zu Regisseuren oder Produzenten haben. Die kriegst du nicht. Die Rolle kriegst du nicht. Und ich dachte, na gut, aber bin also zu Probeaufnahmen gefahren. Eine andere Kollegin war dann auch noch eingeladen. Der Regisseur hatte sich im Theater eine Vorstellung angeguckt und hatte eigentlich ursprünglich mich vor, sah dann aber diese Kollegin und dachte, ach nee, die könnte auch in Frage kommen. Und so waren wir also beide zu Probeaufnahmen. Und ja, dann habe ich die Rolle doch gekriegt. Und dann kam dann mit ewig, haben die sich nicht geäußert. Und dann war kurz vor Weihnachten, ich glaube, entweder einen Tag vor Heiligabend oder am Heiligen Abend selbst, rief der Produktionsleiter Herr Brix an mit so einer Grabesstimme. Und da dachte ich, jetzt wird er mir sagen, ja, leider hat sich jetzt so, wir haben uns anders entschieden. Nein, wir wollten Ihnen nur mitteilen, dass Sie mit der Rolle so besetzt sind. Und ja, war natürlich eine Riesenfreude. Ja. Und dann, ja, und die Kollegin hat dann als Trost dann in dem Film die Nonne gespielt, was sie ja wunderbar gespielt hat, ja, mit diesem kleinen verschmitzten Lachen zwischen ihr und dem Willi hin und her und mit dem Rüberschummeln des Paketes und so. Das hat sie ja. Angelika, geborene Frankfurt oder ganz genau, Angelika Ritter. Angelika, ja, Ritter, ja. Genau. Ja. Und Sie haben gesagt, dass Sie diese Rolle dann eigentlich sehr gerne gespielt haben. Ja. Wie war denn das Zusammenspiel mit den anderen Schauspielern? Naja, ich war furchtbar aufgeregt und hatte auch viel Hochachtung vor den Kollegen. Und ach, der Lendrich war ganz prima, Carola Braunbock war sehr kollegial von der Zusammenarbeit, was ich nicht wusste, dass ihr zu dem Zeitpunkt wahnsinnig gesundheitlich schon schlecht ging. Und sie hat auch die Erstausstrahlung gar nicht mehr erlebt. Die ist ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr nach Ende der Dreharbeiten ist sie schon gestorben. Und mit meinem Kollegen Dieter Montag, ja, wir hatten dann irgendwann am Ende des Films doch ein gutes Verhältnis, aber eigentlich hat er mit mir während der Dreharbeiten privat gar nicht gesprochen. Mhm. Also ich war... Das merkt man in dem Film überhaupt nicht. Ja, aber ich war natürlich dadurch auch total verunsichert, weil niemand sagte was. Auch der Regisseur mischte sich nicht viel ein. Ein paar Sachen hat er natürlich gesagt, aber ich war so aufgeregt und so verunsichert, weil ich auch nicht wusste, ist das jetzt zu viel? Weil ich war eher ja Theater erfahren als Film erfahren und nur gleich so eine große Rolle. Und er sprach irgendwie privat nicht mit mir und er sprach nur einem. Also wir haben viel nachts gedreht, muss ich sagen, weil das waren alles Theaterschauspieler, die gespielt haben. Also wir hatten abends Vorstellung, früh Probe, sodass wir einen Großteil der Szenen, also alles, ganz viel, was innen ist, die Gastwirtschaft und das wurde innen in Babelsberg, die Dekoration wurde gebaut und es wurde gedreht eben in Babelsberg nachts. Das bedeutet, ich bin von einer Vorstellung, die um 10 und 22 Uhr zu Ende war, nach Babelsberg, dauert eine Stunde, dann Maske und Umziehen. Maske mit den Haaren dauerte bei mir auch nochmal eine Stunde, sodass wir also im Prinzip um 12:30 in der Nacht angefangen haben zu drehen und es ging also bis früh, dann um 7:30 und dann bin ich gleich meist zum Theater wieder durchgefahren, habe in der Garderobe eine Stunde geschlafen und habe dann probiert. Also es war ziemlich harte Zeit und jedenfalls und einmal dachte ich, was ist denn heute mit Dieter Montag los? Und der spricht ja mit mir auf einmal privat. Mhm.
Spricht er ja in der Nacht. Und dann war es aber so, dass er in der Kantine, in der Volksbühne doch schon einige Biere getrunken hatte und dadurch irgendwie gesprächig war. Und da gibt es eine schöne Situation. Er musste bei dieser Szene sowieso betrunken sein. Wir sitzen am Hochzeitstisch, ja, ne, an dem Tisch, und alle machen ihre blöden Witze. Und da muss er mit dem Glas, so war Regie, ne, dass er muss das Glas nehmen und muss dabei ein anderes Glas umstoßen und so Prost sagen. Ne? Und er saß ja neben mir, und weil er nicht mehr ganz nüchtern war, vergaß er das auch immer. Und dann habe ich gedacht, weil es war um 5 früh, wir hingen alle in den Seilen, ne? Wir waren alle todmüde und mussten ja immer noch mal anfangen, wir mussten ja immer noch mal drehen. Und dann habe ich ganz vorsichtig unter dem Tisch ihn, kurz bevor er dieses Glas umzuwerfen hat, habe ich ihn kurz getreten. Passierte Folgendes: Was trittst du mich denn? Und da dachte ich, na gut, dann lassen wir es sein. Und dann ist er, weil er auch relativ blau war, ist er immer mit dem Glas an dem Glas vorbei. Also das Glas ist nicht umgefallen. Und deshalb muss man es auch nochmal drehen, weil das Glas nicht umfiel, weil er hat es einfach nicht getroffen. Ne? Also, aber wir haben uns dann wirklich gut verstanden. Und er hat dann auch mit mir gesprochen. Aber die ersten Wochen war das für mich als Anfängerin war eine Katastrophe. Ja, also das kann man dem Film überhaupt nicht anmerken. Ja. Der Film ist man wirklich, hat sich halt verstellt. Ne? Ja. Also man hat gespielt. Ja. Sie haben schon gesagt, es sind viele Szenen eben auch in Babelsberg gedreht worden. Und der Welzow liegt eigentlich, oder Welzow ist eigentlich Garlitz. Ja, ne? Ja. Der Ort, an den Günther de Bruijn damals als Neulehrer ging, wo er auch seine Frau kennengelernt hat, die ja, er geheiratet hat. Haben Sie zu Garlitz eine Beziehung? Das heißt, ich weiß es ja, in unserer Ausstellung kann man das ja sehen, ja, dass Sie in Garlitz auch gewesen sind. Und da ist auch einiges zu Günther de Bruijn passiert. Ne? Ja, ja. Ich wusste natürlich, dass sich das auf irgendein Dorf bezog. Und wir haben auch nicht, original gedreht. Also wir haben in irgendeinem Dorf in der Nähe, nicht ganz weit weg von Babelsberg gedreht. Und das war sehr ulkig. Ich bin angeschrieben worden vom Heimatverein Garlitz. Mhm. Und sie sagten, sie machen also im Ort eine Aufführung, Hochzeit in Garlitz, wo das ganze Dorf dran beteiligt ist. Und außerdem wird der Sohn von Günther de Bruijn kommen und sie werden eine Gedenktafel einweihen und ob ich denn kommen könnte. Und da, ich wusste das nicht, ob ich kommen kann, aber fahr mal vorbei, ich kam von einem anderen Ort, und dann bin ich da also hingefahren, und die Vorsitzende des Heimatvereins, deren Namen mir jetzt leider wieder nicht, ja, auf der Lippe schwebt, ich habe sie nur Frau Hildebrand genannt, weil sie mich total an Regine Hildebrand erinnert hat, und die hat das da also mit einer unglaublichen Energie in die Wege gebracht, und das war wirklich rührend. Es war also der ganze Ort daran beteiligt. Die haben also auf dem Dorfplatz eine Bühne gestellt und alle haben die Kulissen gemacht. Dann hatten sie eine Pappkuh und dann hat einer von hinten die Kuh gemolken und die haben Kinder noch eingebaut. Dann haben die also aus dem Kindergarten gesungen und also das war rührend, war wirklich schön. Also ganz naiv, ne, ganz naiv hinten diese Stube, diese Gastwirtschaft gemalt, und es hat unglaublichen Spaß gemacht. Ja, ja, und da war ich eben halt eingeladen, und genau, da war auch der Sohn von de Bruijn da. Und genau, das kann man auch bei uns in der Ausstellung sehen. Ja, ne? Ja. Denn Garlitz ist ein Ort, der in unserer Ausstellung auch eine Rolle spielt und der Günther de Bruijn als Filmautor vorstellt. Haben Sie denn Günther de Bruijn selbst einmal kennengelernt? Ich habe ihn einmal kennengelernt, und da war der Film auch schon produziert und gelaufen. Und zwar war ich Silvester eingeladen bei der Familie Brecht-Schall. Die machten immer eine riesengroße Silvesterparty bei sich in der Wohnung. Und da war auch de Bruijn. Und ich hätte mich gar nicht getraut, ihn anzusprechen, aber er sagte, ja, ich habe das gesehen, und hat mir auch gesagt, dass ihm das gefallen hat. Er hätte die Elvira ja in der Erzählung doch
anders beschrieben, aber es war richtig, dann in die Richtung zu gehen, die ich ausstrahle, also doch eine sympathische Ausstrahlung. Er hat sie ja nicht so sehr sympathisch beschrieben in der Erzählung. Und der Film hat ihm halt sehr gefallen. Ja. Ja. Obwohl auch im Film wird sie ein kleines bisschen auch als eine, die ihren Mann, wenn er dann mal da ist, aber... Ja, das hat der Regisseur dann auch zu mir... stutzen will. Ja, genau, das hat der Regisseur dann auch zu mir gesagt. Die haben ja dann, die gucken ja dann, wenn schon einiges gedreht ist, gucken sie die Muster an und gucken dann so mal ein bisschen. Und dann haben wir das mehrmals gedreht, wenn Elvira da in dem oben steht, nachdem der Willi an die Kinder Brot verschenkt hat, steht die doch da oben an der Tür und sagt, na warte mal, erstmal, wenn wir verheiratet sind, da wird er sich wundern. Genau. Und das war immer zu, und deshalb war ich so, du bist immer noch zu lieb. Mehrmals gesagt hat, ich muss richtig, dass man weiß, der hat nichts zu lachen, wenn der die nimmt. Ja, das haben wir mehrmals gemacht, das weiß ich noch. Nein, das ist noch nicht, da wird er sich wundern, das musst du immer noch mal machen. Ja. Sie haben in gewisser Weise noch einmal zumindest künstlerischen Kontakt zu Günter de Bruijn gehabt. Das war, als Sie die Königin Luise im Theater im Palais unter den Linden, genau. Ja, das war eine Lesung gemeinsam mit Gabriele Streichern und der Pianistin Ute Falkenau. Mhm. Und ich habe dann mehr die Haushofmeisterin gelesen, Gabi war die Königin Luise und das war, die Vorlage war Günter de Bruijn. Mhm. Ja, hat großen Spaß gemacht, hatte auch, wir hatten viele, viele Zuschauer, also war immer eine sehr gut besuchte Vorstellung. Also man kann sich, es ist erstaunlich, also wie sehr Königin Luise doch auch heute noch in den Herzen der Menschen wohnt. Und ja, war auch eine schöne Vorlage und ja. Ja. Das wäre vielleicht auch etwas, was wir einmal im Kleist-Museum noch machen könnten, dass wir Sie vielleicht einmal einladen, dass Sie zu dritt uns die Königin Luise etwas näher bringen. Wenn wir nochmal auf den Film zurückkommen, wie ist das denn gewesen, hat Günter de Bruijn mit dem Film überhaupt direkt was zu tun gehabt? Mit der Herstellung des Films? Nein, er war da auch nie. Nö, das ist dann der Szenarist, der das macht, ja. Das ist Belicke, war ja, Kurt Belicke. Nee, natürlich muss der Autor angefragt werden und ob er das machen würde, ich weiß auch gar nicht. Der kriegt bestimmt auch das Szenario nochmal vorgelegt, dann ob er damit einverstanden ist und dann hat er eigentlich damit nichts mehr zu tun. Sicherlich wird er das auch bezahlt kriegen, davon habe ich jetzt zu wenig Ahnung. Ja. Also es gibt ja manche Leute, die oder manche Schriftsteller, die eine Vorlage für was gegeben haben, die sich dann nach dem Werk distanzieren und sagen, ich möchte nicht mehr, dass mein Name genannt wird, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Aber das ist ja so nah an de Bruijn gewesen. Ich hab Ihnen ja heute schon gesagt, also... wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Günter de Bruijn den Film wirklich ganz gelungen gefunden und war mit der Verfilmung sehr zufrieden. Ja. Es bringt ja auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass ich da wirklich de Bruijn nachempfinden kann in dieser Person, die da dargestellt wird. Natürlich ist das hauptsächlich Fiktion, ne? Denn Günter de Bruijn war eben als Neulehrer da. Und, aber ich hatte so das Gefühl, dass so ein bisschen so ein ruhiger, ein bisschen verschlossener, andererseits aber auch ganz lustiger Mann da dargestellt wird, wie ich mir das vielleicht auch vorstellen könnte, wie Günter de Bruijn. Ja, naja, er hat ja, also ich meine, dieses Schicksal, das hat ja viele, viele getroffen, ne? Also sie sind aus dem Krieg zurückgekommen und sind in ihre Heimatorte gekommen und dann gab es die Häuser nicht mehr. Die Verwandten waren tot, sie hatten niemanden mehr und was macht man denn nun?
Und dann geht man halt dahin, oder wie manche, die Verwandten haben überlebt, die sind jetzt in Braunschweig oder sind da und da. Und dann sind die natürlich, standen ja alle vor einem absoluten Neuanfang, vor einem Nichts und mussten sehen, wie sie klarkommen. Und sind manche konnten zu Verwandten oder eben wie bei Willi, der den Hans Gräber da hat, der gesagt hat, du, wenn du nicht weißt, dann zu mir kannst du kommen. Also das hat ja ganz, ganz viele Menschen getroffen. Tausende, Millionen, also auch die raus mussten. Ne? Also sie sagten hier nicht mehr, hier die Deutschen mal jetzt raus alle, was man alles verstehen kann. Aber das hat ja alles, das waren ja auch Heimat, ne? Die da verloren ist. Und das hat schon Menschen berührt, das denke ich. Ja. Ja. Und auch, dass der diese Mädels, die den Willi da umgeben, dass das eben doch der Willi nicht als, dass er wirklich Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, weil die Gröllmann ja eine hübsche Person war, ich nun auch nicht ganz hässlich und irgendwie doch auch reizvoll, aber auch Frau Leidenfrost ist ja durchaus eine attraktive Frau. Gudrun Ritter, genau. Ja. Und dass der, also nicht als so, dass er eben sich auf, dass er Elvira nimmt, weil die einen Bauernhof hat, sondern auch, weil sie eben reizvoll ist. Also sonst hätte das ja auch so ihn beschädigt, ne? Dass er nur nach dem Brot geht, nur nach dem Hof, wo er es zu essen kriegt. Ja. Ja. Naja, als er gefragt wird, wie es denn so mit der Liebe ist, da merkt man, dass er das vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob noch oder überhaupt nicht so richtig weiß. Ja. Sagt er, naja. Ja, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen auf den Dreh zurückkommen wollen, was gab es denn da so an kleinen oder großen Dingen, die Ihnen noch im Gedächtnis geblieben sind? Ja, die eine Geschichte ist mir natürlich sehr im Gedächtnis geblieben, die habe ich aber schon erzählt, mit wem trittst du mich denn, oder das Glas umgeschmissen hat. Naja, und dann ist es bei so Festen, wenn Feste gedreht werden oder wenn was mit Essen ist, das ist immer hochgradig anstrengend, weil der Zuschauer stellt sich ja immer das vor, das spielen die da halt durch und dann ist dann gut. Nee, es wird ja aber immer alles nochmal und nochmal und dann werden einzelne Personen rausgepickt oder es gibt eine Kamerafahrt und dann muss man halt immer auf dem Tisch, muss das Essen dann immer noch genauso aussehen wie vorher, obwohl man in der Szene dann isst. Aber wenn man die Szene nochmal von vorn macht, muss das Essen ja wieder insofern auf Anfang gebracht werden. Also es muss wieder ein vollständiges Huhn sein, es muss ein vollständiger Pudding sein. Und Angela Brunner, die Tante Trude gespielt hat, die saß ja auch in meiner Nähe und die musste immer essen, war auch in der Rolle bedingt. Und musste mal herzhaft essen. Und es waren ja auch viele Kamerafahrten an ihr vorbei, wo sie also aß. Und das habe ich ja schon erzählt, wir haben ja diese Szene nachts gedreht. Und jedenfalls war irgendwann früh um 7, als wir dann endlich fertig waren, stand die Brunner auf und dachte, mir ist so schlecht. Mir ist so furchtbar schlecht, ich glaube, ich muss jetzt brechen. Und so, ich weiß nicht, wie das dann weiterging. Jedenfalls sagte dann die von der Requisite, die für das Essen auf dem Tisch zuständig sind, sie sagte, das ist ja kein Wunder, dass ihr schlecht ist. Sie hat ja 3 Broiler gegessen. Ich sehe hier so ein hübsches, kleines... Ja, das habe ich Ihnen mitgebracht. Ja. Das habe ich Ihnen mitgebracht. Ich nehme mal ein bisschen das zur Seite. Das habe ich Ihnen mitgebracht. Und zwar ist das... es steht ein bisschen auf wackeligen Füßen. Das ist eine Auszeichnung des DDR-Fernsehens, der sogenannte Goldene Lorbeer. Und den haben Menschen, Regisseure, Schauspieler, die was richtig Gutes gemacht haben, dann von der Fernsehleitung verliehen bekommen. Den sogenannten Goldenen Lorbeer ist aus Meißner Porzellan. Gut, das ist jetzt hier nicht Gold, ich weiß nicht, was das ist, aber gut. Und als ich Ulrich Thein kennenlernte, sagte der zu mir, dieser Film und so, in dem du da mitgespielt hast, also wir waren ein Paar, und er sagte, der Film, der war ja Regisseur und Schauspieler am DFF, dem Deutschen Fernsehfunk, und er sagte, habt ihr denn, das war ein so schöner Film, der ist so gelungen und du hast das auch so gut gespielt, ihr müsst eine Auszeichnung gekriegt haben, also der Regisseur, ihr müsst einen Preis gekriegt haben. Mhm.
Ich sage, nö, wir haben keinen Preis gekriegt. Und dann ging er an seine Galerie. Er hatte viele, viele goldene Lorbeeren schon bekommen vom Fernsehen. Und dann sagte er, dann bekommst du jetzt von mir für diese Leistung in dem Film den goldenen Lorbeer. Ja, ja, das ist der goldene Lorbeer. Das ist doch sehr schön. Ja, nicht von der Fernsehleitung verliehen bekommen, aber immerhin. Genau, aber immerhin von ihrem Mann. Genau. Und ja, von einem großartigen Schauspieler. Ja, ja, Frau Trögner, ich würde sagen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sehr ich gern. Habe eigentlich gar nicht so richtig Fragen zu Ihrer beruflichen Arbeit gestellt, aber das mache ich, wenn Sie bei uns das nächste Mal sind. Und vielleicht ist es ja dann so, dass Sie dann aus der Luisa bei uns sind. Ja, in Ordnung. Und wen was interessiert, wir können ja, haben ja heute alle ein Internet, wir können ja alles nachschlagen. Ich habe eine Seite. Das stimmt. Also, vielen Dank, dass Sie da gern waren. Sehr gern. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir können Sie schon einmal einladen zu den weiteren Veranstaltungen, die wir im Rahmenprogramm der Ausstellung zeigen werden. Das wird auf jeden Fall so sein, dass wir am 16. Mai zu einem Gespräch auch schon in unser Haus einladen. Die Veranstaltung am 2. Mai, da sind wir noch am Überlegen, ob wir die eventuell doch verschieben. Und am 30. Mai gibt es dann wieder ein Filmfrühstück. Da zeigen wir den Film Märkische Forschung und da wird dann Hermann Bayer bei uns zu Gast sein. Vielen Dank, Franziska Trögner, dass du heute bei uns warst. Sehr gern. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.